Yo Leute, was geht? Wisst ihr, welche App es ganz nach vorne auf mein Homescreen geschafft hat? Blinkist. Und Blinkist ist die App, mit der du knackige 10 Minuten Zusammenfassung von kompletten Büchern bekommst. Das Geilste ist, man kann die Buchzusammenfassung in der Blinkist App auch als Audio on the road hören. Blinkist ist mittlerweile Teil meiner täglichen Routine geworden und ich höre oder lese mindestens einen Blink, also ein Buch pro Tag. Meistens beim Pumpen, im Gym oder abends, um runterzufahren. Und dann sind wirklich alle Bücher am Start, die mich und mein Business nach vorne gebracht haben. Zum Beispiel von Tony Robbins, Tim Ferriss, Steve Jobs oder Elon Musk. Und jetzt kommt's. Für alle DNX-Podcast-Hörer habe ich mit Blinkist einen Deal gemacht. Wenn du jetzt auf blinkist.de/DNX gehst, bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst mit dem Probeabo erstmal alles ganz in Ruhe testen. Völlig kostenlos. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und der Link ist blinkist.de/dnx. Ich hau den Link auch nochmal in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und beim Bücherstöbern mit Blinkist. Schieß los, was ist deine größte Challenge? Ja, meine größte Challenge ist, du weißt, ich habe einen Podcast, Jungunternehmer-Podcast, und ich fokussiere mich viel zu viel auf Aufgaben, die mir dringend, also eigentlich dringende Aufgaben, und viel zu wenig auf wichtige Dinge, und ich kriege diesen Switch nicht hin, da wirklich den Fokus auf die wichtigen Dinge, die mich jetzt enorm nach vorne bringen, zu legen. Wie zur Hölle machst du das? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage und auch so eine Key-Challenge, die ich immer noch jeden Tag zu tackeln habe. Es wird immer besser, dadurch, dass ich mir mit der Zeit dann Systeme und Tools geschaffen habe. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, mit der du nicht alleine bist, gerade am Anfang. Aber was ich so mitbekomme, ich war ja auch bei dir selber schon auf dem Podcast, bist du auf jeden Fall fulminant und gut schon mal gestartet. Also bist damals gut in die Umsetzung gekommen. Also hast das Momentum gut genutzt. Bei mir war es auf jeden Fall so, was man am Anfang hat, wenn man als Unternehmer durchstartet, dass man auf einmal diese unendliche Freiheit und niemand mehr um Permission fragen zu müssen, dass man das völlig auskostet. Ist das vorher so ein bisschen bei dir verloschen oder woran liegt das, dass du nicht in die Umsetzung kommst? Nee, es liegt gar nicht dran. Also ich weiß nicht, also ich komme immer noch sehr gut voran, aber zum Beispiel so Prozesse, die ich automatisieren und systematisieren kann, wo ich weiß, das wäre der nächste Schritt, die schiebe ich vor mir her, weil ich so kleine Dinge dann trotzdem irgendwie vorziehe. So, ja, jetzt mache ich mal schnell den Social-Media-Beitrag und hier bearbeite ich noch was an der Webseite, weil ich weiß, das sieht nicht ganz so gut aus, anstatt halt zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne aufzusetzen, wo ich mich dann am Ende frage, Fabi, bist du eigentlich bescheuert? Aber ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir, dass ich da wirklich, ja, keine Ahnung, ich komme da nicht voran. Also ist bei dir eher so die Priorisierung und gar nicht, also du weißt schon, was wichtig ist, aber du kriegst den Start nicht hin. Genau. Und während des Prozesses, wenn du so ein fettes Ding dann doch mal tackelst, hältst du dann meistens durch bis zum Ende? Also ist nur der Anfang bei dir oder auch während du dann dabei bist und denkst so, boah, wie langweilig, Alter, ich will jetzt eigentlich 10.000 andere kleine Sachen machen, ich hau mal eben 3 E-Mails weg. Meistens ist es so, dass ich es durchhalte, aber auch da gibt es natürlich Tage, wo ich mir denke, ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann einfach aufhöre, obwohl ich weiß, dass es bescheuert ist. Und deswegen, ich weiß nicht, gibt es da irgend sowas, wie ich das vielleicht besser in Angriff nehmen kann? Also was mir total geholfen hat, bei mir war es übrigens so, da waren wir auf jeden Fall in Kolumbien, in Taganga, das ist ein Küstenort, ich glaube, das war nach 2 Jahren, also das hat relativ lange gedauert, bis ich da wirklich Struktur bei mir reingekriegt habe. Und am Anfang habe ich auch einfach immer nur das gemacht, was gerade am meisten Bock gemacht hat. War vielleicht dann nicht so zielführend, wie es hätte sein können, wenn ich damals schon so früh, wie du jetzt in deiner Phase, mir darüber Gedanken gemacht habe. Aber auf der anderen Seite hat es sich einfach geil gefühlt, endlich mal frei entscheiden zu können, was man alles macht. Was mir total hilft, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist, mir am Abend vorher den MIT rauszusuchen, den Most Important Task. Ja, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Was passiert, wenn du dann genau an dem Punkt bist, am nächsten Tag hoffentlich noch nicht in dein Social Media reingegangen bist und dann da sitzt und dann steht da E-Mail-Kampagne aufsetzen? Boah, da denke ich mir so, hey, jetzt hätte ich aber Lust, meine E-Mails zu checken, mein Social Media zu checken, erstmal den Leuten zu antworten. Und ich weiß nicht, ich glaube, also wenn jetzt, wo du es sagst, fehlt mir da wahrscheinlich auch so ein bisschen trotzdem noch Willensstärke. Also ich meine, ich will meinen Podcast voranbringen, aber auf der anderen Seite bin ich auch manchmal bestimmt eine faule Sau und will das irgendwie auch nicht, weil ich weiß, dass die Arbeit, die einen voranbringt, ja natürlich auch das ist, was nicht immer am meisten Spaß macht. Deswegen, also vielleicht ist es da auch so ein Stück Willensstärke, das mir fehlt.
Auf jeden Fall. Also das ist auch immer ein ganz guter Kompass. Da, wo der größte Schmerz ist, der größte Pain, entsteht auch immer die größte Veränderung, das größte Wachstum. Aber es ist halt auch immer so die schwerste Aufgabe. Bei mir ist es oft so, wenn ich die dann angehe und einmal drin bin, dann ist gar nicht mehr so schwer. Aber oftmals fehlt mir dann auch der Drive, dieses Ding anzugehen, gerade weil man den Choice ja hat, wie du dann auch gesagt hast, in seine E-Mail zu gehen oder in seinen WhatsApp-Nachrichteneingang zu schauen oder Facebook Messenger, da ist ja halt immer irgendwas los und das Gehirn wird ja auch verarscht. Es schüttet ja erstmal Dopamin aus, wenn man dann eine Antwort über Facebook gibt, dann denkt man, ah cool, ich habe wieder jemandem geholfen oder eine kleine E-Mail beantwortet. Aber letztendlich hat es ja nicht so einen riesen Impact, wie wenn du jetzt einen Newsletter-Cycle aufsetzen würdest. Was mir dann immer hilft, ist, sich ganz klar vorzustellen und zu visualisieren, wem man damit hilft. Also ganz konkret, dass ich mir die Hörer von diesem Podcast vorstelle, von dem Lifehacks-Podcast, mir da vielleicht, das könntest du auch mal machen, so einen Unterordner in deiner Inbox anlegst, wo du positives, cooles Feedback sammelst oder die Reviews auf iTunes mal durchgehst und dann das so lange liest, bis du denkst, wie cool ist das denn? Die Leute feiern das ab, die freuen sich über den Mehrwert, den ich generiere, und um noch mehr Leute zu erreichen, muss ich jetzt mich da einmal durchhasseln, durch diese schwere Aufgabe, aber dann kann ich einen noch größeren Impact und einen größeren Mehrwert in dieser Welt erzeugen. Also das hilft mir immer, wenn ich mir ganz konkret, vielleicht auch sogar mal, was ich gemacht habe, einmal jemand ein geiles Feedback über E-Mail gegeben habe, habe ich geguckt, ob ich denjenigen bei Facebook finde unter dem Namen und habe mir einfach das Bild angeguckt, um dazu noch so ein Bild zu haben. Und ich glaube, je konkreter du siehst, da sind echte Menschen hinter. Das fehlt mir nämlich manchmal auch, wenn ich jetzt hier stehe. Ich sehe jetzt dein Bild bei Skype, das hilft schon mal, aber oftmals mache ich ja auch Solo-Folgen und dann weiß man gar nicht, wer das alles hört. Klar, sieht man seine Stats, aber es hilft, glaube ich, sich das zu visualisieren. Also das wäre okay, das heißt, Tipp 1. Ja. Sprich erstmal weiter, sorry. Frag direkt dazu, wenn du jetzt eine Frage hast. Ah, das wäre gar keine Frage gewesen, sondern mehr sich so dieses Endziel vorzustellen. Also demjenigen möchte ich helfen und dem und dem und dem kann ich dadurch auch helfen. Also ich multipliziere meine Hilfe dadurch, dass ich eine E-Mail-Kampagne aufsetze und dann den Schritt zurückzugehen. Aber dafür muss ich sie erstmal schreiben. Also diese Art von Reverse Engineering wäre das dann doch, oder? Ja, genau. Dass du erstmal dir ganz klar visualisierst, wo will ich hin, wie fühlt sich das an, wie geil ist das? Und dann reverse engineeren bis zu dem Punkt, wo du jetzt ansetzen solltest und das dann machst. Mhm. Wie viel Hörer hast du mittlerweile auf deinem Podcast? Also pro Folge sind es jetzt um die 2000 Leute, aber bei Einzelfolgen ist halt auch mal so, dass es 1000 sind oder so. Ich meine, du kennst das, da gibt es Schwankungen. Mhm. Und das sind im Schnitt also um die 2000 Hörer pro Folge, ja. Boah, das ist doch richtig krass. Stell dir das mal vor, du warst bestimmt schon mal irgendwo im Fußballstadion oder im Handball oder Basketball oder in irgendeiner Sportarena, wie viel dann in so einen Block reinpassen an Sitzplätzen. Das sind dann vielleicht 200-300 Leute und das multipliziert, ja, mal 5, mal 6, mal 8, wie viel Hörer das sind, wie viele Menschen dir ihre Aufmerksamkeit schenken. Und dann musst du dir mal vergegenwärtigen, ja, wie viel das überhaupt, wie groß diese Wertschätzung auch von den Menschen ist, dir in der heutigen Zeit so viel Aufmerksamkeit zu geben. Und dann zu dem Schluss zu kommen, es ist absolut wert, da noch mehr reinzuhauen, um noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Menschen den Mehrwert zu bieten. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist aber auch, ich glaube, das war auch das, was du gemeint hast, dass es verdammt schwer ist, sich vorzustellen, wie viele Hörer das jetzt eigentlich sind und wer überhaupt. Mhm. So von wegen, ja, man sieht seine Stats, aber wer steckt da dahinter? Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, du bist vielleicht mit maximal 10% deiner Hörer, hast du jemals was so viel Kontakt gehabt, dass du wirklich weißt, wer dahinter steckt. Mhm. Und bei den anderen überlegst du immer nur so, wer ist das denn jetzt überhaupt? Ne? Also du siehst nur eine Zahl und du weißt nicht, wer dahinter ist. Und ich finde das manchmal auch schade und möchte jetzt nur ganz kurz jeden anderen Zuhörer dazu animieren, Markus mal zu schreiben, wer er eigentlich ist, was er so geil findet und was er vielleicht anders machen könnte. Ja. Einfach weil Markus sich da auch mega über das Feedback freuen wird, weil ich kenne das selber. Jeder, der von irgendwoher kommt und sagt, hey, ich höre deinen Podcast schon lange, denke ich mir so, wow, geil, von dir wusste ich noch gar nichts. Ich finde das so cool, dass du dich gemeldet hast und ich bin da super dankbar für. Und ich glaube, dir geht's genauso, Markus. Deswegen hier mal der Appell an jeden, sich bei Markus auch zu melden für das Feedback, dass er noch mehr weiß, was er machen soll. Also noch mehr Feedback, also noch mehr den Content verbessern kann und da dann auch eben auf euch besser eingehen kann oder auch auf mich. Ich meine, ich höre die Show ja auch. Mhm. Ja, super cool. Danke für den Appell. Danke für Shoutout. Das ist total, total wichtig. Und ich
weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich ähnlich. Wenn jemand mal persönlich dann schreibt und ein bisschen über seine Background-Story und was er vielleicht aufgrund deiner Podcast-Folge geändert hat oder wo du ihn inspiriert hast, bin danach immer so pumped und springe wirklich so durch die Airbnb-Wohnung hier und sag: Feli, hier, schau mal, guck mal, wer da geschrieben hat, das ist doch richtig krass, wie man da alles erreicht. Und dann kann man schon wieder Berge versetzen. Leider vergisst man das dann ab und zu, dass wie viele echte Menschen man mit einem Podcast berühren kann. Und ich glaube, das sollte Motivation genug sein, dann mal da reinzugehen, wo es am meisten wehtut bei dir. Ja, das muss ich mir echt mehr vor Augen führen. Danke dir auf jeden Fall. Ja, ich habe noch 2, 3 andere Takeaways. Also erstmal ist es richtig fett, wie viel Hörer du schon hast nach kurzer Zeit. Also das ist auf jeden Fall wert, da weiterzumachen und dran zu bleiben und alles reinzustecken, was du hast. Weil die Zeiten waren nie besser, einen Podcast zu starten. Du bist jetzt mittendrin, du hast schon so viel Reichweite. Also mach da auf jeden Fall weiter. Dann, was mir noch eingefallen ist, um dich accountable zu halten, wäre, dass du vielleicht mal testest, in der Mastermind reinzugehen und dir da einen Goal-Buddy suchst. Und dann muss man ja wöchentlich mehr oder weniger reporten, was man alles erreicht hat. Mhm, ja. Hast du dir das schon mal überlegt? Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber ganz ehrlich, die Masterminds sind irgendwie nach 2 Wochen auseinandergefallen, weil das dann irgendwie zusammengewürfelt war und dann doch nicht gepasst hat. Und ich weiß nicht, da bin ich noch am Suchen, so, wo passt's wirklich, weil, keine Ahnung, da war auch dieser Drive nicht da, dass jeder wirklich bereit war, Mehrwert für den anderen zu geben und sich dann nochmal zu treffen und da eine Stunde freizuschaufeln. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, deswegen, ja, das ist durchaus schwierig gewesen bisher. Okay, Punkt 3, der mir gerade einfällt, ist, es gibt Webseiten, die dich accountable halten, wie zum Beispiel GoFuckingDoIt, kannst du mal nachgoogeln, wo du ein Ziel angeben musst, das du innerhalb einer bestimmten Zeit von 30 Tagen erreichen musst, und wenn du das nicht erreichst, musst du das Geld, also du setzt dann, du wettest quasi, dass du es schaffst, du wettest auf dich selber. Und wenn du die Wette verlierst und es nicht schaffst, dann geht dein Geld weg. Und das wird dann an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Ja, an der Stelle ganz kurz, es gibt ein Deutsch zwischen ansporner.de. Okay. Da habe ich mit dem Gründer ein bisschen Kontakt, das ist auch ziemlich spannend. Die machen dasselbe, bloß halt auf Deutsch. Also wer sagt, hey, ich möchte jetzt nicht irgendwie nach Amerika gehen, weil, keine Ahnung, vielleicht kannst du nicht so gut Englisch, dann schau dir mal ansporner.de an, die sind relativ neu unterwegs, sodass sie das größer machen, und die machen dasselbe Prinzip, also habe ich mir auch schon mal überlegt, deswegen, ja. Cool, hau ich auf jeden Fall in die Shownotes, und dann, wenn du das noch pervertieren willst, quasi, gibt es, ich glaube, den habe ich bei Tim Ferriss gehört, den Hack, dann gibt es einen richtig krassen Hack, dass du, wenn du wettest quasi auf dich selber, also genau nach dem Prinzip, was ich gerade vorgestellt habe. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du dein Geld an die AfD oder an die NPD oder an irgendeine Partei spenden. Und dann, ja, glaub das immer, erinnert mich, wie du das dann in die Umsetzung kommst. Ja, das erinnert mich an an Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Da hat er das auch vorgestellt mit dem Unternehmercoach da drin. Der hat das dann auch gemacht. 500 Organisation, die dir überhaupt nicht taugt. Also so ein Geldbetrag, der dir halt auch wehtut. Bei 10 Euro sagst du am Ende vielleicht ja gut, selbst wenn es an die AfD geht. Mhm. Bei 50 bis 100 Euro sagst du das nicht mehr. Ja. Deswegen, ja, auch ein Punkt. Sowas vergisst man halt immer. Man liest es irgendwo oder man hört es irgendwo und dann vergisst man, sich das wieder in den Kopf reinzuholen, wenn man es gerade braucht. Oder man setzt es halt auch einfach nicht um, und das ist schwierig. Deswegen, ja, danke auf jeden Fall dafür. Was, wenn gerade noch durch den Kopf kommt, ist von Peter Thiel, kommt das, glaube ich, dass du überlegst, was ist dein 10-Jahres-Plan, dir das genau aufmalst, visualisierst, oder 5-Jahres-Plan, und dann mal in die Situation reingehst, du hast wirklich eine Schusswaffe am Kopf, du hast eine Pistole am Kopf, und wenn du es nicht in einem halben Jahr schaffst, was du da aufgeschrieben hast, dann bist du tot, du wirst einfach sterben, der Typ drückt ab. So, und dann mal überlegen, was du dann alles in Bewegung setzen kannst. Ja. Ja, wobei mir das schwierig fällt, zum Beispiel von mir aus immer 5 Jahre fahren. Ich meine, klar, man hört es immer wieder, und bei vielen funktioniert das auch, bloß ich fühle mich gerade noch so unsicher, in welche Richtung ich überhaupt gehen will. Mhm. Weil ich meine, der Podcast ist eine Sache, aber der wird ja nicht mein einziges Projekt für immer bleiben. Ja. Und da ist halt die Frage so, ja, in welche Richtung will ich überhaupt gehen? Und da bin ich noch in dieser Findungsphase, und deswegen finde ich es, glaube ich, so verdammt schwer, auch zu sagen, hey, das ist mein 5-Jahres-Plan. Deswegen habe ich mit solchen Möglichkeiten oder Ideen voll die Probleme. Ja, ja, got it. Alright, und dann zu Punkt 2, also dass du die Motivation verlierst während des Prozesses, also das ganz bis zum Ende durchzuziehen, das hast du ja gesagt, hast du manchmal auch. Da helfen dann so Tools wie Pomodoro, kennst du vielleicht auch,
Tomatotimer.com ist zum Beispiel ein gutes Pomodoro-Tool. Hast du das schon mal probiert? Nein, tatsächlich nicht. Schon ein paar Mal gehört, minimal probiert, aber nicht mit so einem richtigen Timer, sondern dann immer rausgekommen aus den ganzen Zeiten, die ich mir gesetzt habe. Da habe ich dann wahrscheinlich auch wieder schlecht priorisiert. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, dass ich mir ein bisschen mehr Gedanken über Strukturen machen sollte und mir mehr Zeiten auch blocken muss, wo ich sage, in dem Part ziehe ich das jetzt durch, nach so einem Timer zum Beispiel. Also ich glaube, das ist einfach, ein bisschen, ja, mangelnde Umsetzung der Techniken, die ich eigentlich irgendwo schon mal gehört habe. Geht vielen so. Voll viele konsumieren den ganzen Tag und sind theoretisch schon richtig, richtig weit, aber dann fehlt es oft an der Priorisierung, wie du schon sagst, oder an der Umsetzung. Und was mir da hilft, ist, das hat mir Feli letztens nochmal vor ein paar Tagen bewusst gemacht, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass man den Prozess enjoyen soll, das, was man gerade macht, dem die höchste Priorität geben und die Awareness auch geben. Ich bin auch ganz oft so, dass dann meine Wunderlist ist richtig voll, in Slack sind noch 10 unbeantwortete Fragen an mich, dann ist mein Facebook-Messenger voll und E-Mail-Postfach platzt sowieso aus allen Nähten. Und dann merke ich so, je mehr ich unter Stress komme, dass ich gedanklich schon bei den nächsten Tasks bin und gar nicht mehr so meinen Fokus auf das, was ich gerade mache, lenke und dann vielleicht die Leute, die Mitarbeiter auch schlecht briefe, dann kommt es trotzdem wieder zurück und letztendlich habe ich nicht viel dabei gewonnen. Und seitdem ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, vor 3-4 Tagen hat Feli das nochmal gesagt, dass wir es nochmal versuchen sollten, uns bei jedem Task, den wir machen, wirklich full aware sein, 100% und diesen Prozess zu enjoyen. Egal, was man gerade macht. Und das ist auf jeden Fall auch richtig stark. Okay, also wirklich so sagen, das ist jetzt der Task, der bringt mich weiter, weil, und ich finde das geil, weil ich weiß, dass ich damit zum Beispiel jetzt mit dieser E-Mail Leuten in dem Bereich weiterhelfen kann und die danach mehr wissen, worum es überhaupt geht und das auch anwenden können, so nach dem Motto. Ja. Und dann erst zum nächsten Task übergehen und nicht so sagen, okay, jetzt bin ich gerade am Ende der Kampagne, in der nächsten Kampagne geht es um das und das, dann muss ich das noch machen, sondern wirklich in dieser einen E-Mail bleiben und die zum Beispiel erstmal zu Ende schreiben und zwar vollkommen bewusst, so gut es geht. Ja, genau, vollkommen bewusst, so gut es geht. Zum Beispiel habe ich heute Morgen den ganzen Vormittag dedicated für mal meine ganze Finanzplanung oder mein Finanzkonzept in Schuss zu bringen. Das ist immer wieder hinten runtergefallen. Ich wusste, ich habe da ein bisschen Bitcoins und da habe ich ein paar Aktien, Einzelwerte, da habe ich meinen ETF investiert und das dann aber gar nicht mehr aktuell gehalten, weil ich da auch nie so die höchste Prio drauf gelenkt habe und wahrscheinlich dann auch Geld verschenkt habe, weil ich es nicht entsprechend gut optimiert habe. Und heute Morgen bin ich damit aufgewacht, habe gesagt, das ist der MIT, habe ich mir gestern Abend schon rausgesucht und war jetzt wirklich bis jetzt gerade, wir haben jetzt 16 Uhr, nur damit beschäftigt, endlich mal alle Formeln, die Excel-Tabellen, alle Logins zu checken, wo habe ich überhaupt irgendwo was liegen. Und das fühlt sich danach dann wieder richtig, richtig geil an, wenn du dann einmal durch so ein fettes Thema durchgehasselt hast. Das habe ich aber auch die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ja, das Gefühl danach ist echt sehr, sehr gut. Mhm. Ich danke dir, Markus. Ja, dann noch zu den Tools, wenn du sagst, dass du manchmal auch abgelenkt bist, das passiert ja vielen, da hilft dann auf jeden Fall Tomato Timer und vielleicht in Kombination mit Self-Control. Hast du das schon mal gehört? Ja, ist in meinem Dock drin, am MacBook, aber ich weiß nicht, ich nutze das zum Beispiel auch gar nicht so oft, obwohl ich weiß, dass es mir hilft. Das ist vollkommen crazy. Es ist sowas von vor meiner Nase. Es ist 3 Dinger neben Skype und trotzdem nutze ich es jetzt nicht so oft, dass ich sage, hey, ja, täglich wird das gebraucht, wenn ich irgendwas vorantreibe. Das ist vollkommen bescheuert eigentlich, wenn man das auf gut Deutsch sagen darf. Mhm, absolut. Und dann noch 2 Sachen. Zum einen Priorisierung, das hast du ja schon raus. Also, dass man sich dann vorher fragt, welcher Task ist der MIT? Und das ist immer der den meisten Impact auf dein Business hat. Also der dich am schnellsten dahin bringt, wo du hin möchtest. Sei es jetzt in Terms of Reach oder Traction oder Money. Oder wo kannst du den meisten Mehrwert für Menschen generieren, was ja dann auch am Ende des Tages wieder in Reach und in Money endet. Also das ist ein guter Kompass. Und last but not least, das habe ich auch von Feli, das hat sie mir gestern, glaube ich, erzählt, es gibt eine Big Rock Strategie, vielleicht googelt sie mal danach. Und die geht, glaube ich, ungefähr so, dass man sich ein Glas vorstellt, so ein rundes Glas, wo sonst auch so Fische drin sind. Und überlegt, wenn du das auffüllen willst, das ist quasi so deine Kapazität, was du an Tasks alles machen kannst. Dann hast du zum einen die Big Rocks, also die fetten To-Dos, und dann hast du den ganzen Sand, die kleinen To-Dos, also die ganze Füllmasse. Und wenn du aber anfängst mit diesen ganzen mini kleinen To-Dos, irgendwann passt oben dieser Stein gar nicht mehr rein in dein Glas. Ja. Das heißt, das Konzept ist, erst legst du den Stein in das Glas
und der hat dann genug Platz zum Atmen und passt da gut rein. Und danach füllst du das dann mit Sand und mit Wasser auf. Also so ähnlich geht, glaube ich, das Big Rock Konzept. Ziehe ich mir auf jeden Fall auch nochmal näher rein. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil das, ich glaube, das macht es wirklich leicht, sich das vorzustellen und dann auch zu wissen, okay, ich wäre jetzt vollkommen blöd, wenn ich mit dem Task anfange, weil ich glaube, da ist diese Vorstellungskraft einfach nochmal viel stärker als bei irgendwelchen anderen dieser To-Do-Priorisierungen, die ich bisher versucht habe. Also ich meine, ab und zu habe ich es ja versucht, aber ich bin dann auch so, ich habe da relativ schnell wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, keine Ahnung, da komme ich nicht wirklich voran, da komme ich nicht wirklich voran. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Cool. Ja, sehr gut. Wo können die Leute noch mehr über dich erfahren? Auf meinem Jungunternehmer-Podcast selbst, sowohl in iTunes als auch auf meiner Webseite www.jungunternehmerpodcast.de. Wer möchte, /Folge 11, kann sich das Interview mit Markus anhören. Geil. Deswegen, ja, das wäre so das, was ich gleich mal in den Raum werfe, weil viel mehr braucht es eigentlich nicht. Sehr gut, Fabi, war cool, mal wieder von dir gehört zu haben. Viele Grüße nach Deutschland. Wo genau in Deutschland bist du gerade? Prag ist nicht mehr Deutschland, aber ja. Dann bist du gerade in Prag. Ist da wenigstens ein bisschen besser vom Wetter her? Ich glaube, Deutschland ist gerade nicht so warm, ne? Also hier scheint die Sonne und ja, ich wohne ja jetzt in Prag, deswegen. Ah, spannend. Für wie lange? Ja. Für immer? Bist du da jetzt Resident geworden? Meine Freundin studiert hier Medizin und ich bin mal mitgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mich sowieso mehr ein bisschen ins Unternehmertum reinwinden und da mal gucken, was möglich ist. Und ja. Bisher läuft das auch sehr, sehr gut. Sie hat wahrscheinlich 5, 6 Jahre Studium vor sich, so wie es aussieht, ne? Und deswegen dauert ein bisschen, aber ich bin natürlich des Öfteren mal in Berlin, Hamburg oder so unterwegs. Und ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme, auf die DNX zu fahren. Ja. Das muss ich aber gerade mit mir selber noch vereinbaren, wo das jetzt noch reinpasst oder nicht. Okay, cool. Ja, sonst lass uns darüber nochmal sprechen, da können wir bestimmt noch was drehen, dass du auch auf der DNX dann mit am Start bist. Würde mich auf jeden Fall freuen, dich live kennenzulernen. Ja, ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ja. Wir haben uns nur mal kurz bei Robert auf der Awesome People Conference gesehen, so 2 Minuten oder sowas. Ah, stimmt. Da war aber auch ganz schön viel los, ne? Ja, da hast du mir Sleep Cycle empfohlen, ich weiß es noch. Ah, ja, ich kann mich erinnern. Und nutzt du das jetzt noch? Ab und zu, also es kommt drauf an, inzwischen stehe ich wieder ein bisschen, also und ich stehe sehr unregelmäßig auf, also ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ich stehe immer um 7 auf, ich keine Ahnung, ich kann das gar nicht so, ich habe gerade diese Freiheit, wie du sagst, und du hast sie ja auch genossen, ja, absolut. Aber irgendwie will ich auch Struktur, das ist so dieses Hin- und Her-Geziehe, manchmal funktioniert es mit Struktur, manchmal funktioniert es besser mit Freiheit, deswegen, ja, das kommt echt immer drauf an, was ich gerade, in welchem Zustand ich mich gerade mental befinde, worauf ich mehr Lust habe. Ja, ich finde das immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, manchmal ärgere ich mich, denke ich so, boah, Mann, ey, wäre ich noch früher auf das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, Routinen, Struktur und so. Und auf der anderen Seite denke ich so, ja, vielleicht war es gar nicht mal so schlecht, sonst hätte mich das am Anfang wahrscheinlich total überfordert und overwhelmed, weil man dann alles auf einmal will und dann irgendwie alles so ein bisschen macht und gar nichts hinkriegt. Ja, das auf jeden Fall. Gut, alright. Markus, ich glaube, unsere Zeit ist dann auch um. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr bekommen von dir. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe und werde mir auf jeden Fall das Big Rock-Prinzip nochmal anschauen. Ja. Danke dafür. Ja, ich google jetzt auch gleich danach und hau es in die Shownotes. Alles klar. Vielen Dank. Fabi, hau rein. Ciao, schönen Tag wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Ciao. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1.000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente,
wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen diese Experten kostenlos in die DNX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX-Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX-Main-Event, auf der DNX-Main-Stage und haben neben dem Main-Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop-Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com.
Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run. Morgen geht es wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.